Erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass wir dieses Projekt zusammen machen. Es ist ein ganz langer Wunsch von mir, für meine Schwester ein Violinkonzert zu schreiben, weil ich eigentlich alles, was ich würde sagen, über Streichinstrumente überhaupt weiß und über die Violine im Speziellen, das weiß ich von meiner Schwester. Warum? Weil wir gemeinsam aufgewachsen sind. Ich habe Tür an Tür, ich habe sie üben gehört. Also das ist ein langer Wunsch. Es gibt ja ein Violinkonzert von mir, was ein einziger Gesang ist. Ich möchte in diesem Stück etwas Rhythmischeres machen und Virtuoseres. Aber nicht Virtuosität als etwas Äußerliches, sondern Virtuosität fast als Obsession. Und was mich sehr, sehr freut, ist nach diesen vielen, vielen Jahren, die ich mit meiner Schwester auch experimentieren durfte, wir haben, glaube ich, viele Klänge gemeinsam gefunden. Ich glaube persönlich sowieso immer an die Idee, dass man die klassische Musik mit der modernen Musik kombiniert, weil ich überzeugt bin, dass das Publikum die Dinge anders wahrnimmt. Sie nimmt vielleicht Traditionsbezüge in unserer Musik mehr wahr, aber auch die Modernität von klassischen Werken. Ich verehre wahnsinnig den Komponisten Karl Maria von Weber. Ein Komponist, der immer vernachlässigt wird, finde ich. Gut, der Freischütz ist berühmt, aber ansonsten selbst Musikerkollegen von uns, geschätzte Musikerkollegen, sagen immer: Naja, Weber, es ist so ein bisschen, es ist nicht wirklich erstklassige Musik. Und dem würde ich total widersprechen. Als Klarinettist natürlich. Ich spiele das erste Klarinettenkonzert von Weber dort in diesem Konzert, in dem Orchesterkonzert. Aber auch als Komponist, als Mensch. Was für Farben, diese Art von Klangfarben hat es noch nicht gegeben. Es wird am Anfang meine Ouvertüre Con Brio erklingen, seine Beethoven-Hommage, dieses Stück. Werde ich ein Stück von meinem Schüler Jan Esra Kuhl, den ich sehr schätze als Komponisten, der eine ganz eigene Sprache hat, auch in der Harmonik, eine ganz, ganz eigene Sprache. Das möchte ich dem japanischen Publikum vorstellen, dieses Stück, ein kurzes Stück. Und ich werde noch mein Solostück Fantasie spielen in dem gleichen Programm, weil ich überzeugt bin, dass das auch etwas Wunderbares ist fürs Publikum, ja, dass ich groß besetztes Orchester habe und dann ein Solostück. Dann höre ich auch wieder Orchester anders danach. Und dann machen wir noch ein Kammermusikkonzert zusammen mit japanischen Musikern und mit meiner Schwester und mit mir, wo ich mich auch besonders darauf freue, wo es einfach verschiedene Aspekte und verschiedene Facetten von meiner Kammermusik gibt. Es ist die gleiche Sprache, es ist der gleiche Komponist, aber teilweise würde man bei den Stücken, die an diesem Abend erklingen, teilweise gar nicht denken, dass es der gleiche Komponist ist, der all diese Stücke komponiert hat, weil die Sprachen doch unterschiedlich sind. Und das könnte ich mir vorstellen, ist spannend an diesem Kammermusikkonzert. Das ist natürlich das für uns klassische Musiker mit das Wunderbarste. Das ist das Publikum in Japan. Warum? Weil uns ein Verständnis, ja, und eine Stille übrigens auch entgegengebracht wird, wie es ehrlich gesagt auf der ganzen Welt gar nicht der Fall ist. Liebes Publikum, ich möchte Sie herzlich einladen zu unseren beiden Konzerten. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommen könnten, und ich freue mich sehr auf Sie.